Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks mit mir, dem Kittel. Und ja, ich werde es einfach mal wieder versuchen. Wir hoffen mal, dass es kein Lag geben wird. Und ich habe hier ja schon den T28, denn ich möchte heute ganz gerne eine Runde mit euch kriechen gehen. Warum? Ich brauche, ja, noch ein Gefecht bis zur großen Kanone für diesen eigentlich ganz schönen Panzer, wobei natürlich ja die 105er AT Gun hier vom T25 AT, das war sein Top Gun, jetzt natürlich nicht so der Knüller ist in ja auch etwas höherstufigen Gefechten, und die 120mm Gun natürlich echt Spaß bringt da im Gegensatz, denn ja, die hat deutlich mehr Durchschlag. Können da mal ein bisschen vergleichen hier. Pass mal auf, wir machen das mal so. Ja, erstmal natürlich das höhere Kaliber. Sie feuert trotzdem schneller. Nein, Quatsch. Niedrigzahl bedeutet weniger feuern. Was dreh ich denn hier? Oh Mann. Nein, sie feuert zwar einen kleinen Tick langsamer, aber dafür kriegen wir 248 Durchschlag zu 198. Das ist ein Riesenunterschied, wodurch man ja durch die meisten Sachen durchkommt endlich. Wir machen außerdem deutlich mehr Damage. Herrlich. Genauigkeit bleibt gleich. Zielerfassung klein Tick langsamer auch, aber immer noch ziemlich schnell, wie ich finde. Insofern will ich die natürlich auf jeden Fall haben. Eine klasse Kanone, und wir schauen mal, ob wir da was hinbekommen mit. Okay, Lakeville ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Auch nur Stufe 8. Natürlich mal gut für uns. Da prallt schön viel ab. So, schauen wir mal. Ich denke, wir fahren dann jetzt, wo wir den TD hier haben, mal nach da rechts in die Gasse und werden uns einfach mal hinstellen. Ach ja. Geht gemütlich, ja, mit höchstens 18 km/h voran. Boah, diese Kurvengeschwindigkeit, wo gemerkt, er fährt immer noch vorwärts. Ich habe eben nur A gedrückt. Ja, die Beste kriegt, könnte man auch sagen, wobei die Beste ist es ja noch gar nicht, die Vorstufe zur Beste kann man vielleicht sagen. Die Beste, das ist ja vollkommen klar, das ist das T95. Aber auch hier übrigens finde ich schon mal echt Spaß, denn einfach diese Panzerung hier, die ist megamäßig. Ich weiß nicht, wie fährt das Ding hier schon mal? 260 oder so? Kann ich gerade leider nicht beantworten aus dem Kopf, aber es ist schon mal echt nicht schlecht und es prallt wirklich, ja, ganz, ganz, ganz viel ab einfach nur. Dann das T95 hieß es, genau, mit seinen 305. Das ist einfach nur bombastisch. So, du kriegst jetzt mal einen rein da. Ein kleiner Freund. Ach, da drüben steht ein ISO, das ist natürlich eher weniger cool. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass hier steht. Woanders wird auch überhaupt keinen Sinn für den machen. Dann lassen wir hier doch mal hin. Hui, und dann sind wir doch tatsächlich auch mal angekommen. Und cool. Hier kriegen wir unsere Kanonen nicht so richtig runter. Erstmal in der oben rein.
der fuhr schneller, schon erwartet hatte da. Immer schön hin und her, dann können sie sich auf den Hügel ziehen und unten rein. Ihr beschäftigt euch damit, beschäftigt mich mal damit. Versucht der WZ da. Macht ihr das mal? Kavoines, los! Bring es zu Ende! Danke. Nein, okay, das war jetzt mal scheiße. Da hat er mir mal kurz verzogen, als ich rausgezoomt habe. Nicht so gut, naja. Was machen die in der Stadt denn da? Kann auch wohl nicht wahr sein. Jetzt hier bloß nicht kämpfen lassen. Ja. Im 5-1. Bah, Unkraut. Weg damit. 9 HP, was ein Bullshit. Der ist auch nicht mal eine Granate noch wert, ey. Bäm! Hauen weg. Boah, dieser TD ist einfach jetzt schon so geil. Oh, ich freue mich auf die 120. Was? Reported? Why? Haben die gesoffen? Nein! Ah. Dabei bitte nur geradeaus fahren. Wallhack. Erstmal definitiv nein. Und das ist eindeutig Wargamings Schuld. Was? Boah, ich hasse es nebenbei zu schreiben. Vor allem, wenn das Mikro davor steht. Hat schon mal nicht funktioniert. Außer mal vergessen, den Tab zu drücken. Ja, scheiß drauf. Auf den kleinen Hater können wir verzichten, ja? Aber irgendwie muss man ihm auch zustimmen, denn teilweise denke ich auch WTF. Weißt du, du schießt da irgendwie so. Ständig. Bam. Und du schießt. Knapp über dem Felsen lang. Ja, saugeil. Bleibt die Kugel daran hängen. Weil der Felsen noch weiter geht, als man ihn sehen kann. Aber andersrum halt auch. Was er jetzt hatte. Der hört der Felsen für, die Engine eigentlich schon auf, wo man ihn noch sieht. Also, das finde ich auch ganz, ganz, ganz nervig, ehrlich gesagt, in diesem Spiel. Dass, ja, die Grenze, wofür die Engine vom Spiel der Felsen aufhört, die muss nicht unbedingt da sein, wo man den Felsen sieht, wo er aufhört. Also, das ist total beschissen, ehrlich gesagt. Weil man, ja, du schießt ständig irgendwie gegen irgendwelche Felsen, weil man das eventuell nicht sieht, dass das Fahnenkreuz dann nämlich zum Glück auch nicht grün wird. Oder man kriegt einen reingemümpelt, obwohl man denkt, ha, hier stehst du safe. Aber, ja, nix da. Da ist der scheiß Felsen erstmal im Weg. Nee, nicht im Weg. Da ist kein Felsen mehr eigentlich. Insofern totaler Bullshit. So. Da war ja schon mal ein ganz nettes Gefecht und ha, 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 ha. Ich komme. Komm hier, freie Erfahrung, drauf geschissen. Ich will jetzt haben. Kaufen! Oh, das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Alter, Alter, das ist ein Rohr. Scheiß die Wand an. Jetzt hat er mal einen echt fetten. Das hier sagt TD aus.
Das sieht nach Teddy aus, meine Freunde hier. Das hat auch richtig was. Saugeil. Egal, schauen wir erstmal hier nach Granaten. Nein, ich möchte bestimmt nicht mit dem Gold bezahlen. Was nehmen wir denn mal mit? Ah, 16 hochexplosiv, das ist nicht nötig. Machen wir da mal 10 draus. Und dann können wir davon noch ein paar mitnehmen. Und da 22 und dann hier noch 2 mehr. Ich glaube, das ist ganz gut so. Haben wir noch... Ja, wobei... So viel HE braucht man nicht. Andersrum. Haben wir schön Vorrat an den normalen da. So viel wird man normalerweise nicht verschießen. Und dann hat man noch ein paar von den Premium-Dingern für Ernstfall, für Level 10er Gefecht oder was weiß ich. Und ja, von HE, keine Ahnung, 8 Stück, wenn man irgendwie ein Cap resetten will oder was weiß ich. Ja, ich will es nachfüllen. Was ist das denn für eine alberne Frage? So. Das lief ja eben schon mal ganz nett. Jetzt muss ich aber natürlich auch noch ausprobieren, wie das mit der neuen Kanone ist, ey. Ho, ich freue mich. Steppen, Level 8. Es wird einschlagen. Okay, saugeil. Das Gefecht ist schon mal nicht schlecht. Müssen wir nur auch hier mal was draus machen. Wo fahren wir mal lang? Ich denke... Ja, da links war eigentlich auch nicht schlecht, aber ich denke, ich werde trotzdem da rechts zwischen die Steine fahren. Weil erstmal der Weg am Anfang ist auch nicht ganz so weit ist bis da hinten. Nach da dauert es auch irgendwie länger und ja, wie ihr seht, ist Kriechen doch irgendwie schon die richtige Bezeichnung für die Art, wie sich dieses Fahrzeug fortbewegt. Boah, das sieht so geil aus, ey. Weißt du, vorher mit dieser komischen kleinen Stummelkanone da, das war einfach kein TD. Das ist ein TD. Oh, ist das geil. Das hört sich auch gleich anders an. Boah. Was mach ich denn hier? Erstmal Mikrofetzen. Egal. Kommt wahrscheinlich von der Freude über die Kanone. Oh Mann, ey. Ja, oder ich glaube, wir stellen uns da mal irgendwie hier vorne hin oder so. Das ist gut. Okay, sehr schön. Der Panther 2 ist schon weg, wie auch immer die das gemacht haben. Weißt du, scheiße. So, dann werfen wir doch da gleich mal einen Blick. Über Schlachtfeld. Machen wir mal kurz stehen bleiben. Dass das Scherenfernrohr zum Einsatz kommt. Okay. Wird noch nichts gesehen. Gut. Doch. Ha. Dentner 5000. Nein, das ist der blöde Hügel davor. Das kann nicht wahr sein, ey. Für eine Scheiße. Das finde ich jetzt aber echt unfair. Gut, dann fahren wir jetzt mal hier hin. Können wir auch dem Tiger mit dem Yes mal helfen. No, ja, das ist eine Kanone, ist das geil. Weißt du, jetzt haben wir 600 Damage mit den beiden blöden Schüssen da. Und der erste, der war ja gar nicht. Der war ja eher so im Sinne von unserer Kanone, die wir eben gerade hatten. Wie lange hätten wir bloß schon mit der anderen Kanone dafür gebraucht? Und wir wären dann niemals gerade durchgekommen. Alter, die pure Zerstörung. So hab ich das gerne. Los, zeige dich.
Will er nicht? Hat ihm wohl nicht gefallen, unser kleines Geschenk. Boah! Die Kette? Ernsthaft? Toll. Ja, der ist doch schon längst weg gewesen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Hä? Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich sah das so aus, als ob der den voll hätte erwischen müssen. So, egal. Okay, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen mies, aber den holen wir uns. Für die haben wir schon so viele Granaten verschwendet. Die haben wir uns erstmal ganz dreist jetzt gesnackt, ey. Machen die ihn da hinten? Voll der Einfall. Schicken wir den auch mal ein Geschenk rüber. Cool. Nein! Okay, da war ein bisschen scheiße gezielt. Wird er mir auf den Sack gehen? Ungenau. Warum sehe ich die denn alle nicht mehr da? Toll. Bisschen genauer könnte sie ja sein. Kacke. Aber ich wage es einfach mal, mich dahin zu stellen und gegen die anzukämpfen. Vielleicht wird das ja was. Vom Schaden her und so sollte es eigentlich hinkommen. Was kitsch ist, wenn die mich circlen. Hoffentlich kommt erstmal von denen keiner auf die blöde Idee. Das wäre ein bisschen kacke. Toll. Toll! Jetzt bin ich der Einzige, der über ist. Das ist natürlich Premium. Cap! Sicher! Ich fahre jetzt mit dem Ding hier einmal quer über die Map. So. Das ist jetzt nice Scheiße. Steht er da? Nö. Wir haben wohlgemerkt noch kein Damage bekommen. Siehste? Und das ist nämlich die ultramäßige Scheiße. Kacke. Oh. Das ist überhaupt nicht gut. Ne, jetzt bin ich im Arsch. Aber wir haben dem noch schön gedrückt, den beiden T32 jeweils. Insofern bin ich jetzt eigentlich relativ zufrieden. Und alter Verwalter, diese Kanone bringt ja mal richtig Spaß. Böses Viech. Richtig, richtig böses Viech. Ja, so scheiße sind wir auch gar nicht platziert hier. Aber da kann man nichts machen. Da kommen sie nachher von hinten. Auch noch Geld verloren. Das ist natürlich doof. Naja. Zwei schöne Runden eigentlich. Bis auf jetzt, dass wir natürlich verloren haben, die zweite. Und ich sag, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, in die Panzer. Attacke!